Ja, moin und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wir checken jetzt das nächste Chaiho Game aus. Meet Lee's Storage World. Ich bin sehr gespannt. Ist wieder so ein Maskottchen-Horror-Game. Mal sehen, wie das hier wird. Gibt bessere, gibt schlechtere. Die meisten sind nicht so gut. Ja, das hier ist wenigstens günstig, beziehungsweise für lau. Wir starten einfach mal das Game. Ich denke mal, das wäre Kategorie Horror-Spaß. Sehr gut, Mann. Das kannst du mir auch leise sagen. Ja, mächtige Schritte. Use remote with left mouse button. Nanu? Was war das da gerade grün? Ah, hier. Ja, ich dachte, ich könnte mich vielleicht hier einschließen oder so. Happy Storage. Mach dir keine Sorgen, das ist Ketchup, okay? Wo sind meine Würstchen? Was ist eigentlich das Ziel? Oops. It's very important to write down your most personal. Das ist wirklich wichtig, deine persönlichen Gedanken aufzuschreiben und sie an die Wand zu hängen, damit sie irgendjemand sieht. Und sie sollen auf jeden Fall so geschrieben sein, als wenn irgendjemand was wirklich Geheimnisvolles zu sagen hätte. Das ist wirklich. Das ist wirklich die. Das, Leute, das ist mein Humor. Das ist absolut mein Humor. Ich sehe nix. Ja, dann tue ich schon was. Sterbe ich, wenn ich hier weitergehe? Guck mal, das ist ein Lulatsch. Hab ich ihn gesehen? Ah, ist schon viel besser. Irgendwas war auch. Irgendwas war anders auf jeden Fall. Ja, die Flashlamp, die Flashlight entlädt sich mit der Zeit ein bisschen. Lesen im Dimmerlicht, im Dämmerlicht ist schlecht für deine Augen. Ach so, er macht die Flashlight automatisch aus. Wenn ich was gelesen habe? Oh, hier ist was. Ich brauche einen Schlüssel oder einen Code. Hallo? Vier. Wir haben vier. Dann geht er erstmal hier lang. Eins. Welche Reihenfolge ich das bringen muss, weiß ich natürlich jetzt auch noch nicht. Oh-oh. Wir wollen ihn uns aber auch mal angucken, oder? Na du. Nee, ne? Die
Taschenlampe lädt sich nicht wieder auf. Why? Ah, ich muss sie auch noch aktivieren. Leute, ich glaube, ich muss nochmal starten. Was ist das denn jetzt? Jetzt wissen wir, wie der Hase läuft hier. Oh, hat sich das verändert? Ich glaube, das hat sich verändert. Da, wo vorhin noch die Kiste mit dem Code war, ist sie jetzt nämlich nicht mehr. Hier ist sie jetzt drinne. Jetzt sagt er, er braucht einen Code. Und jetzt tauchen nämlich auch erst die Zahlen auf. Das heißt, jetzt wenn vorher schon irgendwo Zahlen gewesen wären, hätte ich sie wahrscheinlich nicht mal gesehen hier. Wow. 1. Hier 514. Dann war das. Wow. Nein, nicht zu mir jetzt. Nein, da ist meine Batterie schon wieder der. Da. Ja, mit Smile, now I can access this place. Okay. Zugemacht. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht der Dude, der dich hier mit dem Messer durch die Gegend jagt. Ja, und was mache ich jetzt? Ja, wir haben den königlichen Donut, ey. Ja. Nur dummerweise stehen wir gleich schon wieder im Dunkeln. Irgendwas kommt, um mich zu holen. Ich kann es in der Nähe spüren. Das ist so unheimlich. Und nein, es hat mich. Hilfe, es tötet mich. Mein Arm fällt ab. Wie kann ich das hier immer noch schreiben? PS, vergiss dich später nach der Arbeit, um Brot zu kaufen. Leute, ich find's richtig geil. Genau so dumm sind die Notizen. So oft die in irgendwelchen Spielen rumliegen. Es ist cool. Es ist richtig cool. Nicht so cool ist, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich hier rauskomme. Aha. Aha. Ich falle! Nein! Oder? Hallo? Pre-Order Part 2. Das wurde in weniger als einem Tag als Spaß erstellt. Ja! Geil! Ich fand's geil! Schöner Meta-Humor. Genau meine Sache. Ich freue mich auf Part 2. Ich hoffe, ihr fandet das genauso lustig wie ich. Klar, das war jetzt gameplay-technisch nicht die Wucht. Es war auch nicht sonderlich gruselig, aber das sollte es doch gar nicht sein. Das sollte genau so ein Spiel sein, was uns vor Augen hält, wie dumm und eintönig manche Sachen einfach sind. Deswegen steht auch schon in der Beschreibung drin, ja, das nächste Maskottchen-Horror-Game, wo du nur irgendeinen Scheiß einsammelst und versuchst rauszukommen.
der nimmt sich selber nicht ernst. Und das hat man auch gemerkt. Und das ist super. Bei mir hat es gut funktioniert. Ich hoffe bei euch auch. Und dass wir uns dann auch zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.